Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. So schnell geht eine Woche vorbei. Und schon ist wieder Kindergottesdienst. Letzte Woche haben wir gehört, wie Gott die Israeliten in der Wüste mit Essen und Trinken versorgt hat. Und heute wieder eine spannende Geschichte, die spielt immer noch in der Wüste. Wir feiern unseren Kindergottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns atmen und leben lässt. Amen. Amen. Wir singen miteinander unser bekanntes Lied, einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott im Herrn. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott im Herrn. Lasst uns hüpfen, dass du da bist, lasst uns hüpfen, dass du da bist. Ja, nun wollen wir von Heidi die nächste Geschichte hören. Endlich kamen die Israeliten zum Gottesberg. Auf der Ebene am Fuß des Berges fanden sie einen Lagerplatz. Dort stellten sie ihre Zelte auf. Mose aber stieg auf den Berg. Gott sprach zu ihm: Sagt den Israeliten, ich, euer Gott, habe euch bis hierher gebracht. Kein Mann, keine Frau und kein Kind ist auf dem Weg verhungert. Niemand ist verdurstet. Alles, was es auf der Erde gibt, habe ich geschaffen. Alle Pflanzen, Tiere und Menschen. Mit euch Israeliten aber habe ich etwas Besonderes vor. Ich will einen Freundschaftsbund mit euch schließen. Wie ein Mann und eine Frau einander auswählen, so wähle ich euch aus. Ihr seid für mich wie eine Braut. Ich beschütze euch. Ihr aber müsst meine Gebote halten. Mose stieg vom Berg wieder hinunter in die Ebene. Das ganze Volk kam zu ihm. Er wiederholte den Israeliten alles, was Gott zu ihm gesprochen hatte. Gott will mir in 3 Tagen seine Gebote geben, fuhr er fort. Darum sollen die nächsten Tage heilige Tage, Feiertage sein. Wandert nicht umher, bleibt im Lager. Niemand darf auf den Berg steigen, außer mir. Nicht einmal mit dem Fuß dürft ihr ihn berühren. Am anderen Morgen
hüllte eine dichte Wolke den Gottesberg ein und erbebte gewaltig. Wie Posaunen tönte es aus dem Nebel. Da bekamen die Israeliten Angst. Mose aber stieg auf den Berg. Als die Zeit gekommen war, gab ihm Gott die Gebote und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Du sollst keine anderen Götter außer mir haben. Du sollst dir von mir kein Bild machen und keine Götterbilder anbeten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heilig halten. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst die Ehe heilig halten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst über andere Menschen keine Lügen verbreiten. Du sollst nicht neidisch sein auf das, was anderen gehört. Und Gott gab Mose 2 steinerne Tafeln. Darauf waren die Gebote geschrieben. Oha! Da hat es ja ganz schön viele Verbote gesetzt. 10 Stück auf einmal. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Wie sieht das bei euch aus, wenn ihr immer wieder gesagt bekommt, du sollst nicht so viel Fernsehen, du sollst nicht so viel mit dem Handy spielen, du sollst dich nicht mit anderen streiten, du sollst, du sollst, du sollst. Also ich fand das, als ich noch klein war, ziemlich dämlich. Immer nur Verbote. Aber sind diese Gebote, wie sie ja genannt werden, tatsächlich Verbote? Wenn wir uns das Ganze einmal ein wenig anders betrachten, dann stellen wir fest, dass das gar nicht so schlimm ist. Wenn eure Eltern zum Beispiel euch sagen, ihr sollt nicht so viel mit dem Handy spielen oder ihr sollt nicht so viel Fernsehen, und sie erklären euch, warum. Sie sagen zum Beispiel, ja, das ist gut, wenn ihr eine halbe Stunde Fernsehen schaut am Tag oder eben auch eine halbe Stunde mit dem Handy spielt, das ist alles okay, aber vergesst dabei nicht eure Freunde. Vergesst nicht zu spielen. Vergesst nicht nach draußen zu gehen. Vielleicht auch mal Unsinn zu machen. Und so weiter. Wie sieht das dann mit dem Verbot aus? Wenn ihr daran erinnert werdet, dass ihr noch Freunde habt und eben nicht den ganzen Tag in der Stube hockt und eben nur mit dem Computer und mit dem Handy zum Beispiel beschäftigt seid, dann macht ihr euch doch Gedanken. Und dann ist das manchmal gar nicht mehr so schlimm mit dem Verbot. Wenn wir eben nur wenige Zeit am Tag mit solchen Dingen beschäftigt sind, dann haben wir Zeit für anderes, dann haben wir Zeit zum Spielen, dann haben wir Zeit, uns mit Freunden zu treffen. Und das ist doch schön so. Es geht hier nicht darum, dass wir eben diese Dinge überhaupt nicht
machen sollen, sondern mit Maß und Ziel. Bei den 10 Geboten zum Beispiel sehen wir das so. Wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir wissen, dass Jesus eben diese ganzen Dinge von uns nicht gerne will, dann tun wir das erst gar nicht. Dann schimpfen wir nicht mit Gott. Dann knien wir uns auch nicht vor irgendein Bild und beten dies an. Dann wissen wir, dass Gott bei uns ist. Dann wissen eure Eltern zum Beispiel, wie schön es ist, am Sonntag eben mal nicht zu arbeiten. Es sei denn, das muss so sein. Dann kommen wir gar nicht erst auf den Gedanken zu töten, zu stehlen und alles andere. Dann sind wir von solchen Dingen frei. Und deswegen heißen die 10 Gebote auch des Öfteren die 10 Freiheiten. Weil wenn wir wissen, warum und wieso wir dieses und jenes nicht tun sollen, dann tun wir es erst gar nicht. Und somit ist es kein Verbot, sondern eigentlich eine Freiheit. Dass wir davon nicht abhängig sind, dass wir eben ja nicht gezwungen sind, uns mit Menschen zu streiten. Dass wir lieber zum Beispiel Streit schlichten. Das ist eine Freiheit. Darin macht uns Gott frei. Das ist gut so. Amen. Ja, wir wollen miteinander noch ein Lied singen. Das passt hier ganz gut. Haben wir letzte Woche auch schon gesungen. Ja, Jesus liebt dich. Jetzt ist auch mein Mund bereit, dass er zu dir sprechen kann. Jetzt sind meine Hände bereit, dass ich sie anderen reichen kann. Aber vor allem ist jetzt mein Herz bereit, mit dir zu sprechen. Jesus, mein guter Freund, wir machen unsere Augen zu und beten. Jesus, wir haben eben gesungen, dass du uns lieb hast. Und das können wir an unzähligen Stellen in der Bibel nachlesen. Du hast uns so lieb, dass, ja, wenn wir das wissen und spüren, wir manche Dinge gar nicht erst tun, nach denen uns zumute ist. Gib, dass das so bleibt, dass wir mehr Streit schlichten, als uns zu streiten.
Ja, dass wir unsere Eltern lieb haben. Dass wir vor lauter Computer und Fernsehen unsere Freunde nicht vergessen. Ja, das alles, das möchtest du von uns und das tun wir gerne, weil wir wissen, dass du dich deswegen freust, weil du uns so unendlich lieb hast. Wir bitten dich, bleibe du wirklich bei uns, Jesus, und halt uns fest. Amen. Amen. Nun wollen wir miteinander beten, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Herr, sei du über uns wie die Sonne und der Mond. Sei du hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Sei du rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Sei du vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Und wir sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.